Hallo und herzlich willkommen zur ersten Runde Miss Created mit Tim. Hi Tim. Hi, moin. Moin. Also gut, wer ist Tim? Tim ist ein Obdachloser, den ich gestern auf der Straße gefunden habe. Ja, moin. Ja. Und ich habe ihn gezwungen, dass er mit mir aufnimmt, weil sonst will ja keiner mit mir aufnehmen. Ja. Ja. Deswegen habe ich ihm einfach einen 2000-Euro-Rechner gekauft und jetzt zockt er mit mir. Ja, schön wär's. Im Arschtritt bekommen. Nein, ich habe dir drin die Eier getreten. Wo hängt denn dein Arsch, Alter? Ja. Ja, ich muss erst mal was essen. Boah, Alter, dieses dieses Haus. Ja. Hast du gerade gegessen? Ich habe gerade gegessen, ja. Gut. Dieses Haus, das ist irgendwie riesig. Das sieht von außen, das ist so wie Doctor Who sein TARDIS, ey. Sein TARDIS-Ding? Seine Telefonzelle? Nein, das ist keine Telefonzelle, das ist seine Polizeibox. Bist du rausgegangen? Ja. Okay, erstmal, was ist denn Miscreated? Tim, sag, was ist Miscreated? Oh, ja, Miscreated. Was genau Miscreated ist, kann ich dir gar nicht sagen. Also ich finde, es ist so eine... etwas besser als DayZ. Etwas besser? Ja. Also es läuft auf jeden Fall schon mal flüssiger? Es läuft auf jeden Fall schon mal flüssiger. Also jeder, der DayZ kennt, der kennt das Prinzip von Miscreated. Also, ja. Oder wird es verstehen. Ja. Miscreated ist halt auch dieses Survival-mäßig und so. Ja. Tim? Und, ja. Tim, wo bist du? Ja. Tim, wo bist du? Welchem Haus, Alter? Jetzt draußen. Ja, Alter, du keine Ahnung, mich. Ist halt ein bisschen... Ey, ich kann diesen Rucksack doch nehmen, fällt mir gerade auch so ein. Der ja. ist größer als meiner. Ja, doch. Camo-Netting, was kann ich damit denn machen? Ein Camo-Netting, das klingt nach Camo-Netz und ich würde sagen, das ist ein Tarnnetz. Ey, die Schrotze, hat die Muni? Nee. Glaube ich nicht. Nee. Hattest du Muni dafür? Da, für die Knifte hier? Alter, ich habe 3 Magazine. Echt jetzt? Ja, den hat er dabei gehabt, der Sack. Nice, okay, los, dann. So. Alles klar, warte, pass auf. Also, Miscreated, wie erklären wir Miscreated? Ja, ist halt wie DayZ, ne? Quasi vom Prinzip her, das heißt, spawnen mit nix, looten, oh, ausrüsten. Stopp. Was? Sorry, dass ich unterbrechen muss, Engine Designer. Oh Mann, ey. Spawnen, genau, spawnen mit nix, aber komm, wir töten ihn einfach und reden dann dabei. Spawnen mit nix, Leute laufen hier lang, weil wir reden erstmal mit dem. Genau. Hello, are you friendly? Hello, we will kill you if you're not Digga, friendly. Digga, das ist ein deutscher Server, du kannst ruhig mit ihm reden. Ach ja. Moin! Hallo. Du kannst. Yo, jetzt können wir dich hören, Alter. Was geht ab hier so in der Welt? Hallo, wir haben. Ja, Mann. Hast du Waffen, Munition? Gib uns all deinen Scheiß, oder wie auf den auszuplündern, Mann. Lass ihn doch erstmal looten. Nimm die Waffe runter! Der arme Hund. Dennis? Der hat doch nichts, was? Ich bin echt ein Arschlochspieler, weißt du das? Ja. Ich nicht. Deswegen, lass ihn in Ruhe. Okay. Komm jetzt. Also, wenn es nach mir gehen würde, würde ich dich töten, aber mein Kollege sagt, ich soll dich nicht töten. Also, gib uns all deinen Scheiß. Tim, komm jetzt! Ciao! Oh, der Arme, ey. Ciao! Hast du jetzt echt gemacht? Boah, du bist so ein Arsch, ne? Das ist unglaublich. Mann, es gibt kein... Er hatte Munition, siehst du? Ja. Du bist gut, dass ich ihn getötet habe. Ja, gut, dass du ihn getötet hast, die arme Sau, ey. Metal Pipe, was ist das hier? Kein Wunder, dass du immer abgeknallt wirst. Ey, ganz ehrlich, ne? In diesem Spiel gibt's keine Freunde. Hier, nimm diese Weste, da kannst du was reinmachen. Ja? Ja. Okay. Und hier, sein Rucksack ist auch größer als meiner, also hat sich gelohnt. Auf an ihn rumzugrabbeln. Ich will auch was davon abhaben, wenn ich schon mal so weit bin. Was ist das denn? Kantine. Keine Ahnung, hab ich auch. Die Weste hätte ich ganz gerne, genau. Alter. Mann, das geht nicht. Man kann nicht hier, es gibt keine Freunde. Don't trust in Rust. Ach, nee, das ist Rust, das ist ein bisschen krasser. Mann. Okay, warte. Don't trust in Miscreated, meine lieben Freunde. Ja, genau. Also Miscreated. Ja. So, lass mich jetzt erklären. Das ist halt wie DayZ, ne? Halt, spawns mit nix, lootest, knallst andere Spiele ab. Beklaust die, nur dass du hier halt mit Basenbau hast. Da kümmern wir uns aber ja später rum. Wir laufen jetzt erstmal durch die Gegend und looten, wie die Bescheuerten. Das Prinzip ist wie DayZ, das ist nicht wie DayZ. Das finde ich schon eine Beleidigung an dieses Spiel, weil wenn ich hier in den Himmel gucke oder so, oder... Alter, diese Grafik, Alter, das Spiel ist wie DayZ, Mann. Abnormal. Du läufst durch die Gegend und lootest. Wie DayZ, aber es ist nicht wie DayZ. Doch, es ist wie DayZ. Nur, dass die Zombies geiler sind. Ja, und die greifen halt auch nicht sofort an. Du kannst halt auch so... sneaken und dann lassen dich in Ruhe. Das aber bist du, ich hätte dich fast erschossen, Digga. Habe ich einen Katana und den hole ich mir jetzt. Wow, shit, der ist gut. Nein, du bist einfach nur scheiße.
Hallo, ah, ja, Zombies, sterb doch mal. So sehen übrigens die Zombies aus hier. Das sind irgendwelche Mutanten. Die haben dann halt auch so Loot und so, das ist ganz geil. Ja, die haben Loot. Ja, ja. Mann, ja, der hat Kacke dabei. Ja, ja, nee, ich habe die Suppe schon genommen, die bei ihm drin war. Drin war. Und halt ist auch ganz wichtig, ne, dass du überall mit deiner Taschenlampe am besten, wenn ich meine nicht weggegeben hätte. Scheiße, ich habe meine Taschenlampe weggegeben. Trottel. Oh Mann, bin ich dumm. Überall reinguckst, weil es kann halt überall was liegen. Nein, wir müssen jemanden töten. Alter, ich hab Knicklicht. Uah. Alter, ich hab immer mehr Knicklicht. Alter, ist voll blau hier. Ja, das ist halt das Hardcore-Knicklicht. Oh, hier ist noch ein Zombie. So, jetzt will ich auch mal was killen. So, Dude. Und halt auch auf alles drauf gucken. In Schränke reingucken. Ups. Oh, Alter, der hat voll den... Oh, der ist gut, ne? Vorsicht, nicht sterben. Ja, notfalls erschießt ihn. Oh, der ist richtig gut. Notfalls erschießt ihn. Wow, shit, der hat ein Messer, Alter. Ich hab ihn erschossen. Der hatte ein scheiß Messer. Nee, der hatte so einen Spiker-Arm. Toll, ich will meinen ersten Mob killen, weißt du, dann ist das so ein krasser Übermob. So, hier, Knicklicht-Tschüss. Knicklicht-Tschüss. Und hier, guck mal hier in diese Busse. Busse? Was? Busse, Büsse? Bässe? Bässe. Das heißt Bässe. Mann, keine Ahnung. Man muss dazu sagen, dass, Tim nicht so sprachbegabt ist. Searchbox? Wie geil ist das denn? Box is empty. Searchbox? Box is empty. Searchbox? Also wir sind selber noch dieses Spiel am herausfinden, wie alles so geht und so. Ja. Und von daher. Deswegen. Tim, ich könnte ja schießen. Aber es läuft halt viel, viel flüssiger als DayZ. Und oh ja, oh ja, oh ja. Und es sieht und die Grafik ist einfach, boah, so weil geil. DayZ sieht immer so ein bisschen matschig aus. Oh, warte, jetzt, guck mal. Meine Mutter stört nicht, man stört meinen Bruder. Ja! Ja! Joho! Wie will der denn jetzt? Das ist mir doch egal, was er will. Was willst du? Ist dumm? Bist du dumm? Der dumm ist. Er ist weg. Er ist wieder weg. Ist einfach weg. Die wollen dir einfach nur auf den Sack gehen, weil die sie dich hassen. Alter, ganz ehrlich, ne? Ich bin nicht... Oh, shit! Was denn? Bist du abgeknallt? Nö. Bist du abgeknallt? Nein. Scheinbar. Komm mal schnell zu mir, hier wird einer abgeknallt. Sicher? Ich stehe hier oben am Fenster. Oh, voll die gute Position, Mann. Oh, scheißen. Wo bist du? Ich bin rechts in so ein Haus gegangen. Ich glaube, ich bin im Haus gegenüber von dir. Du hörst die Schüsse nicht? Ja, ich bin im Haus gegenüber von dir. Oben am Fenster. Siehst du mich? Nee, wenn ich rauskomme, wo? Ja, du, hier, direkt gegenüber. Geh wieder zurück in das Haus. Ich habe dich direkt im Blick. Oh, jetzt hörst du ab. Jetzt habe ich dich nicht mehr im Blick. Das war Schrotze, würde ich sagen, oder? Ja, ja, das war schon Scheißwaffe. Jetzt? Bin ich jetzt richtig? Ja, ich glaube. Ja, das ist halt so ein Haus, was halt voll verbarrikadiert ist. Die Licht und Tarnitz. Nach unten auch einen. Achso, nicht. Also, ich bin oben. Ja, ja. Und auch die Couches immer durchgucken, ne? Das bin ich übrigens, der hier so um die Ecke lugt. Hallo. Hallo. So, ich will kurz was essen. Möglich, dass der bei der einen Leiche war und den ausgeplündert hat. Möglich. Ja, komm, lass weiter. Ja, okay, komm. Vermutlich gerade einen Mob getötet oder so. Ja, wahrscheinlich. Ich spiele jetzt in First Person einfach für Sicherheit. Ich spiele die ganze Zeit in First Person. Echt? Ja. Ich bin halt so ein First Person Mensch. Nee, obwohl, wenn ich auf der Straße bin, mache ich eigentlich ganz gerne Third. Damit du siehst, irgendwie so. Irgendwie, ja, genau. Irgendwie sieht das so war aus. War das? War das hier? Wo bist du? Ich bin hinter dir. Komm, wir gehen da lang. Ja, kam auf jeden Fall aus der Richtung da. Aus der hier, ne? Mhm. Ich muss noch kurz was saufen. Soda, Konsum. Ja, besser. Hallo, komm mit jetzt. Ja, warte, ich muss essen. Ich muss voll essen, Mann. Das ist richtig anstrengend. Ah, ich spiele lieber in First Person, ohne Witz. Lass mal schön Kaffee saufen. Also machen wie Pfarrer Aßmann. Wer zur Hölle ist Pfarrer Aßmann? Wer ist das? Der machte das wie Pastor Nolte. Und der machte es, wie er wollte. Alter, ich kenne Pastor Nolte. Ja. Macht er das auch immer so, wie er es wollte? Ja, aber der mag das nicht, wenn man weint. Hast du immer geweint, oder was? Ja, natürlich, das tut voll weh. Alter. Bist du katholisch? Nein. Ich bin Evangelier, Mann. Na, lass mal die Häuser in Ruhe lassen, lass mal Spieler suchen, ey. Willst du Action machen oder was?
Voll Action machen. Mann, du bist so krass, ne? Boah, Junge, bist du krass. Oh, ich hab einen Gürtel gefunden. Wo bist du reingerannt? Na, keine Ahnung, ich laufe hier raus auf dem Gelände rum. Ja? Seh dich nicht. Bist du müde? Ach doch, ich bin hier in so einem Container drin. Ach so. Da bist du doch. Da war ich auch gerade drin. Ja? Ach, da bist du. Hier. Ja, ich hab dich springen sehen. Ah, ja. Alter, die sind voll die krassen Graffiti. Da hab ich da hingesprayt. Ja? Boah, bist du krass, ey. Nice. Weil es richtig krass ist. Ja, da hier liegen überall Leichen rum. Und Ratten und so. Und wenn du irgendwie so in so ein, durch so ein Gestrüpp gehst, ne? Und dann schleichst und jemand hören willst oder so, auf einmal fliegt eine Taube aus dem Gras und du erschreckst dich so heftig. Ja, also, das ist richtig gut gemacht. Ja. Oder wenn du unter so einer Windmühle stehst. Ich frag mich, warum das Spiel so schlechte Bewertung hat. Ist das da ein Typ oder ein Zombie? Was, wo? Wo bist du überhaupt? Ich bin immer noch hier auf dem Dingens. Auf dem Platz. Komm mal mit zu mir. Bist du jetzt echt auf Jagd oder was? Ja, selbstverständlich. Ja gut, dann jagen wir jetzt. Bist du das da hinten, der rückwärts läuft? Das sind Zombies. Zombies alles. Ja. Denn da kriegen wir keinen Loot. Ja, wir haben doch. Ja, mehr. Wollen wir mal eine Military Base? So was gibt's? Ja, ja. Ja, gönn dir. Warte mal, ich muss nur kurz ins Haus gehen, weil ich muss Kaffee nachschenken. Aber ohne Kaffee ist ungeil. So, ich möchte nicht auf freier Pläne stehen, ist uncool. Oh, trinken. Nice. Alter, ich hab einen Red Bull gefunden. Ne, tschüss. Komm her, Kaffee. Ah. Alter, es gibt nichts Besseres, als eine Kaffeemaschine direkt neben dem Rechner stehen. Bist krank, bist zu haben. Du. Wieso? Kaffee ist ungesund. Hä, hey, Kaffee ist mega gesund, Mann. Oh shit, warum läuft das, Zombie? Weil das sich bewegt. Wir können das hier verfolgen und dann sehen wir, wo unser Spieler ist. Ja, Alter, da steht ein Gartenzwerg. Garten-Gnom, den nehme ich jetzt mit. Das ist jetzt mein neuer Freund. Tim ist scheiße. Der tötet einfach so Leute, obwohl ich sage, der soll die nicht töten. Und der wollte uns auch töten. Stell dir vor, der hätte uns irgendwann getötet. Alter, du bist so... Ich glaube, du hast schon zu viel die anderen Spiele alle gespielt. Ja, ey, der hat echt so einen Spike-Arm, ey, was geht ab? Ich habe noch eine Can für dich gefunden. Eine Wasserkanne. Wo bist du überhaupt? Alter, diese... Oh, scheiße, scheiße! Was denn? Was denn, was denn? Das Zombie ist voll gut. Alter, der rennt voll schnell. Ja, Mann. Der kommt zu dir. Nee, der kommt nicht zu mir, der geht da einfach nur hin. Der hat keinen Bock auf dich. Hä? Okay. War nett von ihm. Außerdem sind das keine Zombies, habe ich festgestellt. Der gibt ja schnell auf. Ja, das sind Mutanten, Digga. Der hat einfach keinen Bock gehabt. Der hat gesehen, oh geil, da gibt's Unterwäsche. Muss ich bandagieren. Digga, du blutest. So, das war's dann mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vergesst nicht, das Video zu bewerten und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.